Ich habe von euch die Aufgabe erhalten, die CSGO-Skins einmal komplett zu sortieren in einer Tierlist. Und das mache ich jetzt. Und wer die Sachen in Bund haben will, kann hier mal vorbeischauen. Skin Baron. In der Tat. Geil. Also ich fange hier oben natürlich bei Super an und da kommt sowieso, das ist vollständig klar, die AK hin. Logisch. Und was da oben nicht fehlen darf, ist natürlich die AWP, die ist nämlich genauso super. Let's go. Ach übrigens, für den Fall, dass ihr die Liste selbst machen wollt, baller ich euch die ganze Chose in die Beschreibung und dann könnt ihr mir die Teile ja einfach in die Kommentare reinpacken, also eure Tierlisten. Aber ich nehme an, wir sind alle schon ziemlich ähnlicher Meinung, nicht wahr? Also zum Beispiel ist die UMP 45 schon so, ach, weiß ich jetzt nicht, muss das? Die Glock, logisch, die geht schon ganz gut, genauso wie die 5.7, aber so eine CZ, naja. Wir bleiben aber bei Musters, ne? Und ja, ich weiß, alle spitzeln schon die ganze Zeit drauf. Die super-duper P90, die kommt natürlich auch hoch. Mit P90 einmal schön durchrennen, auch in einem Global Game, gar kein Problem. Und damit wir hier unten bei Bach auch was stehen haben, ganz geile Revolver. Der ist einfach... Disgusting! Mal aus Spaß, vielleicht in einem internen oder sowas, in einem Fun-Game, okay. Aber so in einem normalen Spiel, bah. Tech-9 hingegen ist schon schwierig. Fast schon super eigentlich. Ich müsste sie eigentlich sehr super machen. Mit dem Ding... kann ich echt schön reinballern, also die passt mir sehr, sehr gut. Ja, komm, nee, die ist gut, die ist super. Wenn man jetzt an die Schrotflinten geht, dann würde ich sagen, Nova, ja, geht auf jeden Fall gut klar. Auch die Swag 7 geht klar, die Abgesägte geht auch klar, aber diese Auto, ne, kann ich doch Hase geben. Und wisst ihr was, wir schließen jetzt mal direkt die Superliste ab, da kommt ja noch die USPS rein und die M41S, ganz klar. Dann ist somit für mich zumindest die Superliste die Top- die Creme de la Creme der CSGO-Waffen schon durch. Und ja, wir können ja noch die M4 noch bei IO geht. Und ich würde sagen, auch die Galil geht auf jeden Fall klar. Da kann man schon auch schön was machen. Was hingegen gar nicht geht, ist gar... die ist ziemlich bar. Obwohl, nee, ich finde sogar... oder doch, nee, komm, weißt du was? Die Scar kann man bei Musters reinmachen. Die hier, das ist absoluter Müll. Die Scout, klar, die geht vollkommen in Ordnung. Auch die MP9 kann man mal benutzen. MAC-10, ist auch schwierig. Mit der MAC-10 kriege ich irgendwie nicht viel geregelt. Also wir spielen sie zwar immer mal wieder und in letzter Zeit auch halt wieder öfter, gerade wenn Kretl mit ansagt, in Runde X gibt es dann immer den MAC-10-Rush. Ich kann es halt einfach nicht richtig. Da geht mit der hier tatsächlich etwas mehr rein, aber auch nur ein bisschen mehr. Trotzdem macht das für mich schon den Unterschied aus. Sorry, Leute. Die Duels waren für mich auch immer eine Sache. Ich glaube sogar eine ganze Zeit lang wäre das hier oben bei Super gewesen. Damit konnte ich echt gut durchrennen, die Leute wegklicken. Mittlerweile spiele ich sie gar nicht mehr so oft. Aber wenn, dann geht damit meistens schon auch was Gutes rein. Komm, mach mal auf, ja geht. Farmers ist so, naja, da ist dann doch lieber die Galil am Start. Also wenn ich eine Sparrunde spielen muss und zufällig bei T bin, dann auf jeden Fall Galil. Bei City, da nehme ich echt nicht so gern die Farmers. Also mit der kann ich auch nicht so umgehen. Deal kommt auf jeden Fall auf, ja geht. Da bin ich ja einfach nur zu schlecht mit dem Teil. Sonst wäre die auch hier oben bei Super. Sneasel hat die wahrscheinlich ganz oben. Noch eins oben drüber bei Super Duper. P2000 und P250 mache ich jetzt beides. Also, ja, ich nehme die P2000 spiele ich sogar eigentlich nie. Ich will sie jetzt nicht bei Bar einreihen, weil sie nicht Bar ist, aber ich spiele die wirklich nie. Also wenn mir die jemand droppt, dann frage ich schon, wo ist das? Oh, P2Fiddy kommen die... ja, naja. Was für mich auch zwei rote Tücher eigentlich sind die AUG und die SG. Ich kann die einfach überhaupt nicht spielen. Für mich schießen die nach hinten. Auch wenn ich komplett stehen bleibe und meinetwegen sogar im Scope bin, ich treffe damit immer nur mich selbst, mehr oder weniger. Und dann schaue ich Leuten zu, die sprayen mit dem Teil, laufen dabei noch und treffen Headshots. Also bei mir geht das überhaupt nicht. Ich kann die null spielen, wenn mir die jemand droppt. Also ich, komm, wir machen die auch wieder einen Ticken höher. Ja, aber das ist wirklich, naja. Naja, und muss das. Ach, da fällt mir ein, die MP9 ist ja noch da. Ach, das ist die MP7. Trotzdem, das Gleiche. Die kann man in dieselbe Reihe machen. Ja, die MP5, ich weiß, da habe ich mich früher so beschwert, als sie noch nicht da war in Go, weil ich die halt von Source kannte und sehr gern gespielt habe. Gerade wenn ich halt nicht so viel Cash hatte, hat die MP5 reingeregelt. Aber da dann wohlgemerkt ohne Schalldämpfer, wenn ich mich recht entsinne. Also die spiele ich jetzt doch viel, viel, viel seltener, als ich damals eigentlich dachte, als die kam. Ich habe einen riesen Fass aufgemacht von wegen, ich spiele nur noch MP5, M4 kann fortschmeißen. Aber dem ist nicht so. Sie geht schon. Ich will ihr eigentlich kein Unrecht tun, die ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich spiele sie halt nur so selten, dass es schon fast kriminell ist. Tja Leute, und jetzt kommen die drei Stinker. Ich weiß, Kredl spielt gerne mal eine Pipi Weißen, aber ich glaube auch nicht ernst, oder Kredl? Ich glaube nicht ernst. Ich glaube, wenn, dann im Intern, so zum Reintrollen. Komm, ich mach die zu Musters. Also die ist schon ausgemustert. Sorry. So, und jetzt bleibt nur noch M249 und die Negev übrig. Und da ist natürlich klar, die
die holt man doch nicht mal im Troll. Die ist einfach kacke. Die ist kacke, aufkommen. Keiner spielt die so, ich könnte Negev holen, aber ich höre mir lieber die, die, keine Ahnung, nach oben schießt, anstatt geradeaus. Negev, ja. Also die hat ja schon auch immer mal wieder Anwendung, selbst bei uns in richtig gespielten Matches, wo es um Elo geht. Dann aber meistens, wenn wir gerade fett am Gewinn sind. Oder sie wird von manchen bespielt, die, ja, damit ähnlich gut spielen wie mit einer AK. Also ich würde sagen, die kann man schon zu Naya machen oder sogar fast zu IO geht. Diese gesamte Liste ist aber trotzdem auf Elo oder halt Matchmaking ausgelegt. Also jetzt nicht von wegen Trolling und sowas. Wenn ich eine Trollliste machen sollte, was ich auch gerne machen kann, dann sehe die ganz anders aus, die Liste. Also komplett, also fast schon auf den Kopf gestellt. Aber hier geht es ja um eine ernsthafte Tierliste. Also das wäre darum genau so. Falls ihr auch so eine Tierliste machen wollt, ich werde euch das Teil einfach verlinken in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das auch machen und mir dann einfach schicken. Wie gesagt, in euren Kommentar vielleicht einfach dazu schreiben und dann kann ich mir eure Liste mal anschauen. Oder ihr ballert einfach im nächsten Livestream live raus. Dann gucke ich da auch mal live rein. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Auf Twitch. Link ist auch in der Beschreibung. Yay. Und ja, ich weiß, hier und hier oben seht ihr Holy-Werbung. Da war auch tatsächlich Holy-Werbung. Also für mich ist hier Holy-Werbung geschaltet. Ich habe die jetzt nur modifiziert und mein Werbebanner draufgeklatscht. Ich bedanke mich hier wieder bei euch fürs Zusehen. Denkt dran, wir haben aktuell ein YouTube-Giveaway laufen. Und zwar gibt es diese leckere M41S Night Terror zu snacken. Einfach das Video mit 1000 Euro Inventory cheaten oder irgendwie sowas. Das kam jetzt gerade gestern oder vorgestern. Einfach reingucken und mitmachen. Und wer cool ist und so weit geschaut hat bis hierhin, schreibt einfach Rise and Shine mit in seinen Kommentar. Da weiß ich Bescheid. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Likes. Ich kommentiere jeden Kommentar, das wisst ihr, und auch jede Antwort auf jeden Kommentar und so weiter und so fort. Ja, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Habe ich das eben schon gesagt, wann ich streame? Ja, dreimal die Woche, ne? Dienstag, Donnerstag, Freitag. Rankommen, Alter, rankommen. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram.